Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Die Bürgerstiftung der Volks- und Raiffeisenbank Mecklenburg lobt einen Erhard-Bräunig-Preis aus. Sie sind der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes. Wer, Herr Heidenreich, ist Erhard Bräunig? Erhard Bräunig war im Landkreis Nordwestmecklenburg ein sehr engagierter Politiker. Er war Landtagspolitiker und dann viele Jahre Landrat im Landkreis Nordwestmecklenburg und ist leider im letzten Jahr tödlich verunglückt bei einem tragischen Unfall. Was zeichnete ihn besonders aus? Erhard Bräunig war von Anfang an in unserer Bürgerstiftung Kuratoriumsvorsitzender. Und er hat sich sehr engagiert in unserer Bürgerstiftung, weil er ein Mensch war, der anpacken konnte. Der die Menschen auch aufgefordert hat, macht Dinge selbst, helft euch selbst, beziehungsweise wir unterstützen euch dabei. Und er war auch ein Mensch, der uns auch forderte und sagte, da müssen wir was machen. Herr Heidenreich, kommen wir zu dem Preis. Ist er mit einem Preisgeld dotiert? In welchem Rhythmus ist vorgesehen, ihn zu verleihen? Und wer entscheidet, wer den Preis bekommt? Ja, der Preis ist mit jährlich 5.000 Euro dotiert. Und entscheidend darüber tut eine Jury, in dem wir dankenswerterweise namhafte Personen gefunden haben, die beiden Chefredakteure der Ostsee-Zeitung und der Schweriner Volkszeitung, sowie die jetzigen Landräte von Nordwestmecklenburg, Frau Weiß, und von Rostock, Herrn Konstin. Und natürlich auch die Witwe von Erhard Bräunig. Wird er jährlich verliehen oder in welchem Rhythmus ist das gedacht? Ja, der wird jährlich vergeben, jeweils 5.000 Euro. Wir haben 50.000 Euro zur Verfügung gestellt, sodass die nächsten 10 Jahre gesichert sind. Welche Anforderungen sollten die Kandidaten für den Preis erfüllen? Ja, auszeichnen tun wir Menschen, die sich engagieren, ehrenamtlich engagieren, ohne finanzielle Hintergründe, die nicht fragen, was bekomme ich dafür, sondern einfach anpacken und dadurch etwas für die Gesellschaft tun. Und das möchten wir gerne fördern, weil das so wichtig ist für unsere Gesellschaft. Nur so funktioniert eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Die Stiftung hat die Bürgermeister angeschrieben und sie um Mithilfe bei der Kandidatensuche gebeten. Wer kann denn alles Vorschläge machen und wann endet denn die Vorschlagsfrist? Also Vorschläge machen darf jeder Bürger. Auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind aufgefordert, Vorschläge zu machen. Wenn Sie jemanden kennen, der sich ehrenamtlich engagiert, dann melden Sie sich bei uns in der Bank oder auf unserer Internetseite vrbankmecklenburg.de. Dort finden Sie auch alle Informationen zu diesem Preis und die Bewerbungsfrist läuft bis zum 15. Oktober. Herr Heidenreich, danke für die Informationen. Ich wünsche viel Erfolg bei der Kandidatensuche und wir werden natürlich über den Verlauf und über die Verleihung des Preises Erhard Bräunig, Preis für bürgerschaftliches Engagement, berichten. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.